Alter. Geil. Geil, Mann. Ich will den schon so lang haben. Wow. Willkommen Leute zu einem weiteren Daily Vlog. Ich habe jetzt gerade mal den Gorilla-Pod von meinem Dad genommen. Ich habe mir allerdings einen neuen bestellt. Denn ihr wisst sicherlich, es war Montag, Dienstag Prime Day. Es gibt immer so Tage bei Amazon, wo die Sachen richtig krass runtergesetzt sind. Und da stöber ich dann immer so ein bisschen durch. Und ich weiß nicht, wie oft ich das schon in den Videos gesagt habe, aber ich habe ja so einen Monitor. Ich habe so einen Samsung-Monitor. Der ist 4K. Den habe ich mir vor einiger Zeit gekauft. Und ich bin wahnsinnig unzufrieden mit dem gewesen. Ich fand den irgendwie immer schon kacke. Der hat irgendwie gepiepst und so. Super umständlich das Teil. Ich fand den einfach nicht so geil. Wollte mir aber keinen neuen kaufen, weil ich echt viel Geld dafür ausgegeben habe. Und der Curved Ultra Wide von LG, das war schon immer so mein Traummonitor. Der war immer mega teuer. Der hat, glaube ich, auf Amazon mal 1200 gekostet, dann irgendwie 800 oder so. Und jetzt beim Prime Day war der eben deutlich runtergesetzt. Ich habe jetzt hier die 34 Zoll Variante. Ich wollte eigentlich die 37 Zoll Variante, habe da aber zu spät dann zugeschlagen. Habe mir aber einfach die 34 Zoll gekauft, weil es ist immer noch ein kranker Monitor. Der ist Curved, er ist Ultra Wide, er ist 4K, glaube ich. Es gibt sogar USB Type-C. Und ich bin wahnsinnig gespannt auf diesen Monitor. Ich hoffe, dass der gut ist. Ich hoffe so unglaublich, dass er gut ist. Aber ich würde sagen, wir tragen ihn jetzt erstmal hoch. Ich will den schon so lang haben. Wow! Ich bin ja immer so ein Typ, ich lasse immer komplett alle Folien und so an meinen Geräten dran, weil ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, ob ich das dann hinterher behalte. Oh mein Gott! Ach du Scheiße! I love it! Yay! 34 Zoll, ultra-wide und curved. Ich wollte diesen Bildschirm wirklich schon so lange. Das ist gefühlt auch wirklich der YouTuber-Bildschirm. Ich habe so viele YouTuber gesehen, die den haben. Mega viele haben auch gesagt, yo, der ist wirklich sein Geld wert. Und jetzt habe ich den einfach. Jetzt kommt allerdings mein least favorite Part. Da steht dieser Kack-Bildschirm und den muss ich da jetzt wegmachen, abkabeln und dann alles neu verkabeln. Alles neu da dran machen, den da draufstellen, gucken, wie viel Platz da ist. Eventuell brauche ich nämlich nicht mal mein MacBook hier so offen hinstellen, sondern kann das zugeklappt irgendwie daneben machen. Ich würde sagen, dafür muss ich so viel aufräumen, umräumen, umbauen. Da gibt es jetzt erstmal eine fresche Timelapse. Das sieht doch mal geil aus. Da steht jetzt der Ultra Widescreen 34 Zoll Monitor. Ich habe hier Final Cut offen, um euch einfach mal so den Unterschied zu zeigen. Also das hier ist ein 15 Zoll MacBook, ja. Das sieht, Alter, auf der Kamera ist das noch viel krasser. Das sieht wirklich winzig aus und ich mache jetzt hier Wikipedia. Binz ist das größte Seebad auf der Insel Rügen. Ach so. Ich mache jetzt hier mal den Bildschirm an. Ich hoffe, dass das klappt. Ich zeige euch gleich noch ein bisschen mehr, aber geil! Alter, das sieht so fucking sick aus! So sieht ein Final Cut auf diesem Screen hier aus. Ich habe hier unten eine riesige Timeline. Auch der Player ist ganz schön groß und Alter, geil! Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier schon die richtige Auflösung eingestellt habe. Beziehungsweise ich muss mich wirklich gerade mega umgewöhnen. Also mein alter Monitor, der war wirklich auch schwarzwert und so. Das war alles so kacke. Also ich muss mich auf jeden Fall noch ein bisschen dran umstellen. Was ich richtig geil finde, wo ich mir nicht ganz sicher war bei diesem Monitor, ist, dass man, ihr seht, ich habe jetzt hier drei Sachen angesteckt. Und zwar ist das hier mein USB-C-Hub hier unten. Und das hier ist der Monitor und das hier sind die Kopfhörer. Aber ihr seht schon, hier ist kein Stromkabel oder sowas dran. Das MacBook lädt allerdings trotzdem, denn das USB-C-Kabel läuft direkt in den Monitor und darüber wird dann das Bild übertragen und der Strom auch noch gleichzeitig. Das ist auf jeden Fall mega, mega praktisch, weil ich dann einfach weniger Kabel habe, die ich da dran stecken habe. Boah, geil! Und ist echt richtig funny, weil ich mache jetzt halt, so früher konnte ich einfach mit den Augen so irgendwo hingucken, aber jetzt
muss ich halt meinen Kopf teilweise so richtig drehen. Aber ich muss sagen, bis jetzt gerade gefällt er mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Es ist einfach geil, so einen richtig breiten Screen zu haben. Was mir gleich jetzt am Anfang ein bisschen auffällt, ist, dass die Auflösung nicht ganz so gut ist wie bei meinem alten. Also mein alter hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht, der hatte, glaube ich, auch kein echtes 4K, aber der hier hat halt nur 1440p und der andere hatte irgendwie 2000, keine Ahnung. Der ist auch höhenverstellbar, was ich auch sehr mag, sehr, sehr, sehr mag. Der andere war das nämlich nicht und der war, die Höhe von dem hat sich nicht so gesund angefühlt. Den hier kann man echt richtig, richtig hochschieben. Noch höher, Alter, geil. Der ist gerade sogar ein bisschen schief. Weiß nicht, ob das mit Absicht ist. So sieht also jetzt gerade mein Setup aus. Ich muss sagen, ich finde das richtig sick. Ich finde, dieser LG passt da richtig, richtig gut drauf. Ich überlege gerade, ob für die Cleanness, also damit das einfach ein bisschen cleaner ist, ob ich das MacBook zuklappen soll und irgendwie hier so seitlich ranstellen soll. Allerdings finde ich es irgendwie doch immer ganz geil, so einen kleinen Abseitsbildschirm zu haben, wo man irgendwie sowas drauf machen kann, wie zum Beispiel Spotify oder so. Einfach damit das nicht alles auf dem Hauptscreen ist. Alter, das sieht so krank aus, wenn man hier so durchswitcht, weil es fühlt sich halt echt an, wie wenn man in so einem Karussell so rumswitchen würde. Und was jetzt hier auch wirklich krass ist, dieses Bild ist jetzt von der Fläche her wahrscheinlich genauso groß wie auf meinem MacBook. Ein bisschen weiter nach unten geht's noch. Aber ich kann halt einfach zwei davon aufmachen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie für die Schule was schreibe, dann kann ich eben links meinen irgendwie keine Ahnung, Wikipedia-Eintrag haben oder so. Und rechts dann mein Word-Dokument, wo ich das Ganze reinschreibe. Also das finde ich ziemlich cool auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie sehen die Sachen aus, wenn man die hier so hochstretcht. Zack. Ja, gut. Hat man natürlich mega viel Platz jetzt hier an der Seite. Wie sieht das bei YouTube aus? Also, das muss ich einfach noch ein bisschen rausfinden. Ich bin jetzt ein neuer Widescreen-Nutzer. Ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, ob ich den behalte. Also jetzt gerade, muss ich sagen, spricht eigentlich alles dafür. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall mal vielleicht so 1, 2, 3 Tage gucken, auch wie das beim Schneiden ist und so. Das kann ich jetzt gleich direkt ausprobieren, weil ich muss diesen Vlog sofort schneiden, damit er heute noch online gehen kann. Ich bin super stressed, weil ich irgendwie wieder tagesaktuell hochlade, weil ich die Vlogs nicht aufholen kann. Schreibt mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne in die Kommentare, was ihr von dem Bildschirm haltet. Ich muss sagen, ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal richtig, richtig froh. Ich wollte diesen Bildschirm wirklich schon sehr, sehr lange. Ich habe mir gerade einen Traum erfüllt. Hoffen wir, dass das so anhält und ich nicht in ein paar Tagen sage, das ist schon ein bisschen scheiße hier und da und dort. Ich bin auf jeden Fall sehr optimistisch. Ja, Leute, das war's mit einem kleinen Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr mehr Technikvideos sehen wollt, dann kann ich euch mal eine Playlist in der Videobeschreibung verlinken. Beziehungsweise die ist hier irgendwo in der Infocard verlinkt. Guckt da gerne vorbei. Ich habe da sehr, sehr viele Technikvideos zu allen möglichen Themen. Abonniert auf jeden Fall auch meinen Kanal. Lasst gerne ein Like da und teilt dieses Video gerne mit euren Freunden. Wir sehen uns dann morgen zu einem weiteren Daily Vlog wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Geil, Mann! Das sieht doch mal geil aus.